Unser Unternehmen ist entstanden als Startup, das sich 1999 formiert hat. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie aus einem Startup jetzt wirklich ein etabliertes Unternehmen werden kann, das maßgeblich zur Entwicklung neuer Technologien beiträgt für uns, für Intel. Unsere Vision bei Intel ist, die Vernetzung der Welt voranzutreiben. Und wir sind dabei einer der Motoren. Wir entwickeln und stellen die Kommunikationstechnologie bereit. Der Standort Dresden ist ganz faszinierend aus meiner Sicht. Zusätzlich ist der Standort Dresden für uns auch ein spannender Arbeitsmarkt. Wir haben dort ein großes Angebot an hochqualifizierten und gut ausgebildeten Ingenieuren. Dann gibt es zusätzlich die Silicon Saxony, den Interessensverband, Branchenverband der Mikroelektronik, Elektronik und Halbleiterindustrie, der zusätzlich die Vernetzung stärkt und weiter vorantreibt und den Austausch zwischen den verschiedenen Segmenten fördert. Und nicht zu vergessen, Dresden ist natürlich auch eine tolle Stadt mit einem tollen kulturellen Umfeld, mit einem sozialen Umfeld und hat einen sehr, sehr hohen Freizeitwert. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem dynamischen und innovativen Intel-Team in Dresden maßgeblich zur Umsetzung der Strategie der globalen Vernetzung beitragen.